Vor einigen Jahren habe ich ein Familiengeheimnis entdeckt und dadurch auch die Geschichte eines großartigen sozialen Experiments, das gut 100.000 Menschen betraf. Meine Mutter ist aufgewachsen in tiefer Armut. Aber von ihrer Mutter hat sie immer gehört, dass das nicht stimmte, dass sie eigentlich aus einer reicheren Familie abstammte. Es war schiefgegangen, als sich meine Urgroßmutter, eine Protestantin, in eine Katholikin verliebt und ihm geheiratet hatte. Deshalb war sie aus ihrer Familie ausgestoßen und enterbt worden. Aber ich entdeckte, dass die Geschichte eine ganz andere war. Meine Urgroßmutter war nicht reich. Sie war in eine Umerziehungsanstalt geboren. Und nicht nur sie war dort geboren, sondern auch ihre Eltern waren in die Anstalten aufgewachsen. Und auch ihre vier Großeltern hatten in der dritten Anstalt von Veenhuizen gelebt. Ich hatte nie von dieses Veenhuizen gehört. Und dann entdeckte ich, dass Veenhuizen im Jahren 1823 gegründet wurden mit wohlgemeintem Idealismus. Es war in den Perioden nach den Napoleonischen Kriegen, als es sehr viel Armut gab in ganz Europa und auch in den Niederlanden. Und hier gab es einen General, der dachte, dass er das Problem lösen konnte. Er baute drei große Anstalten, wo er die armen Leute mit Zucht und Disziplin zur Selbstständigkeit erziehen wollte. Dies ist einer der ehemaligen Anstalten. Hier haben meine Vorfahren drei Generationen lang gelebt, mehr als 33 Jahre. Sie konnten nicht einfach weg. Und wenn sie es endlich schafften, wollten die Außenwelt nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Die Schande, die die Anstalten über sie brachten, war groß. Sie waren einfach wie ein gebranntes Kind. Meine Vorfahren haben immer wieder lügen müssen über ihren Hintergrund, über ihr Leben in den Anstalten. Und später auch, wenn sie in einem Viertel wohnten, das einen schlechten Ruf hatte. Und über die Armut. Lügen war ihre einzige Möglichkeit, um eine Chance zu haben gegen die Vorurteile. Meine Mutter hat sich immer geschämt für ihren Hintergrund. Ich wollte in meinem Buch die Fakten beschreiben, was wirklich passiert war, um zu zeigen, dass Armsein Pech ist und nichts, wofür man sich schämen muss. In das Paradies der Armen habe ich fünf Generationen meiner Familien beschrieben, die zusammen die Geschichte erzählt von der kleinen Leute. Eine Geschichte von Scham, Armut, Abhängigkeit und manchmal auch Stolz. Eine Geschichte, die nicht oft erzählt wurde, aber die erzählt werden muss.